Übertragung ist wieder gestartet. Jo, ich sehe es auch gerade auf meinem Laptop. So, alle ihre Autos noch auswählen lassen. Den grünen Daumen und Mach dann noch geht's mal eben nach. schnell. Ja, warte mal, ich mache noch mal schnell die Startreihenfolge. Für welche, die vielleicht noch zugeschaltet haben im Chat jetzt. Peter Stein schickt mir eine Partyeinladung. Ist schlecht. Martin, noch mal eine Führungsrunde schon, ne? Natürlich, na klar, wir müssen jetzt nochmal eine Einführungsrunde machen. Weil wir müssen ja jetzt wieder auf den Stand kommen, wie die ganzen Fahrer Ja, richtig, waren. richtig. So, Peter Stein, mal bitte noch den grünen Daumen setzen, dass wir ja wissen, dass hier das losgehen kann. So, was war jetzt mit der Frage vom Kai Reif mit dem Pflichtboxenstopp? Haben wir den noch drin? Oder fällt er aus? Also meines Wissens nach ist, wenn ein Viertel des Rennens gefahren ist, ist der weggefallen. Da das ja Haben quasi wir auf jeden Fall der rum. Fall ist, ist das erfüllt, ja. Wenn in der Rennleitung irgendwas hinterher nicht passt, dann sollen Sie sich bitte gerne bei uns melden. So sieht's aus. Ja, alle Fahrer bereit, bis auf den Peter Stein. Hier fehlt noch der grüne Daumen. Spotter vom Peter Stein, da fehlt noch der grüne Daumen, können wir starten? So, letzte Aufforderung, Peter Stein. Grüner Daumen, können wir hier starten? So, was sagst du, Ja, warte mal Patrick? noch mal ganz kurz. Ich habe nämlich gerade die falsche Startaufstellung in den Chat reinkopiert. Okay. Dann Ne, schreib die in Ruhe nochmal neu. nee, ich habe es ja drin. Ich muss es nur wieder korrekt markieren.
Ja, was ist denn mit dem Peter? Ja, also ich habe gerade mal im PSN geschaut, also er ist in der Party drin, aber er reagiert leider nicht auf unsere Anfragen. Gute Frage. Also der Spotter, der bei ihm in der Party war, ist wohl auch schon seit einer Viertelstunde draußen. Er hat den Daumen, kannst du starten. Sehr gut. Ja, scheint wohl hier wirklich massive PSN-Probleme zu geben. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, also wir jetzt persönlich nicht, aber Patrick Speedy weiß dann Lied von zu singen als Kommentator. Ja, ich leider nur als Fahrer. Das stimmt, war eigentlich recht entspannt. Ich konnte einfach nicht fahren. Ja, wir starten jetzt so wie wir aus der Lobby rausgefallen sind, mit dem fliegenden Start. Die Fahrer nehmen wieder die gleiche Position ein, wie sie beim Rennenabbruch quasi hatten, und gleichzeitig fahren wir nochmal eine Einführungsrunde und dann geht alles wieder in seinem gewohnten Trott weiter. Genau, ich habe nochmal die richtige Startreihenfolge jetzt auch in den Chat reinkopiert. War scheinbar etwas zu doof, Copy and Paste zu machen. Ja, alle Fahrer dabei. Vater kommt auch. Ja, Markus Groß, das ist ja nur, sie müssen nicht mehr in die Box fahren nach Genau. dieser Zeit. Natürlich ist es jedem Fahrer überlassen, nochmal einen Boxenstopp zu machen. Ist natürlich jetzt auch definitiv für alle eine ganz andere Herausforderung an der Geschichte, aber ich denke, die Fahrer werden das hier schon meistern. Ja, da sind wir wieder, Timo. Wir hatten hier leider gerade etwas PSN-Probleme. Die Partys sind mal kurz alle ausgestiegen. Betrifft wohl auch einige Spotter, die aus den Partys der Fahrer gefallen sind. Vielmals Entschuldigung unserer Seite danach, auch wenn es nicht in unserer Macht lag. Wir haben nur die Lobby wieder zur gleichen Zeit eingestellt, wie wir quasi vor uns gerade aufgehört haben. Die Fahrer haben jetzt noch eine Stunde, 5 Minuten Restzeit zu fahren. Das Qualifying ist natürlich weggefallen. Das haben wir ja schon hinter uns gebracht gehabt. Die Rennzeit, die jetzt gefahren worden ist, wurde auch nicht wieder nachgeholt, sondern wirklich nur noch die tatsächliche Rennzeit, die übrig war beim Rennabbruch. Die Uhrzeit ist angepasst und natürlich das restliche Feld wird jetzt wieder auf seine alten Plätze zurückkehren, ehe es dann wieder im gewohnten Trott weitergeht. Ja, Kai Hubi, ich auch. Ja, manchmal steckt man da leider nicht drin in der Sache. Nein, das ist wohl wahr.
dadurch, dass die Abstände jetzt natürlich wieder auf Null gesetzt sind im Endeffekt, profitieren einige Fahrer, andere haben einen Nachteil dadurch, aber das ist auch im echten Leben, wenn das Safety Car rauskommt, auch da werden Vorsprünge weggeschmolzen. So, der Peter muss noch zwei vor, ein vor. Das passt. Dann haben wir den Nico Franken auf 2, den Leon auf 3, ist richtig. Auf 4 haben wir Marvin Reif, auf 5 Patrick Jaws, auf 6 den Chris Vladi, auf 7 den Hendrik Fischer, der 8 Jan Westphal, das stimmt auch, auf der 9 Felix Schmidt und auf der 10 ist der Sascha Meslitzki. Das passt auf jeden Fall schon mal. Beiden grüßen sich oder ja, alle drei grüßen sich. Ja, Martin, hoffen wir mal, dass das jetzt soweit stabil bleibt. Ja, das kann man natürlich vor allem den Fahrern nur wünschen. Ich meine, nichts ist nerviger, wie wenn die Lobbys ständig zusammenbrechen und die Jungs ihre Rennen hier nicht zu Ende fahren können. Auch natürlich für die Zuschauer ist es sehr, sehr unschön, wenn das Stream immer wieder unterbrochen wird. Daher drücken wir alle fest die Daumen, dass das jetzt passt und hält die restliche Stunde, die wir jetzt hier noch zu fahren haben. Ja, während die Einführungsrunde noch läuft, können wir mal nochmal einen Blick auf die Fahrerwertung werfen. Da haben wir nämlich auf Platz 1 den Peter Stein mit 126 Punkten. 6 Punkte dahinter mit 120 ist der Patrick Boss. Auf der 3 liegt der Felix Schmidt mit 109 Punkten. Auf der 4 Nico Franken 87 Punkte. Auf der 5 Timo Ellerböck 78, ebenfalls 78 Betty Fuhrmann. Ein Punkt dahinter auf Platz 7 ist Chris Vladi mit 77 Punkten. Auf der 8 ja, immer noch Sascha Wolf, der nicht mehr in der Liga dabei ist, mit 73 Punkten. 9 Westphal 72, in Meslitzki 64, 11 Norasch 51 Punkte, 12 Fischer 42 Punkte, ja und so weiter und so fort. In der Teamwertung für T-Dog Classic mit 230 Punkten vor AGP5 mit 199 und wir sehen Corner Racing mit 198 Punkten. Das ist auch gerade auf Platz 2 und 3 noch sehr spannend. Und sonst alles klar bei euch? Ja, Timo, bei uns ist auf jeden Fall alles klar. Ja, ich hoffe, die Fahrer nehmen nun das Geschichte wieder läuft. Double File mal wieder ordentlich ein. Ja, ich befürchte fast nicht. Uiuiuiui, geht ein Lambo extrem weit. Da könnte sich... Marvin? Ah. Mal Glück gehabt. Ja, Kai, wir haben ja gesagt, mit 90 brauchen sie nicht zu fahren jetzt auf der langen Runde. Wichtig ist nur, dass wir jetzt ja, aber mal jetzt schon einen Doppelfall kriegen. Genau, gerade hier im letzten Abschnitt sollte das schon vorhanden sein. Oh, da gab es ein paar unschöne Begegnungen. Ja, ich muss sagen, also da sollte man wirklich auch mal mit dem Peter sprechen, weil der Peter kennt die Regeln in der SSR, wie ein fliegender Start vollzogen werden muss. Das ist das zweite Mal, dass es nicht klappt. Das stimmt allerdings. Bei aller Liebe und aller Neutralität. Am Start schon, Kai, da hast du natürlich recht. Ja, wir haben ja leider jetzt gesehen.
wo es geführt hat. Gut, schauen wir uns mal die Wiederaufnahme des Rennens an. Nico setzen sich direkt wieder ab vorne. Ja, Felix Schmidt aktuell einer der Gewinner des Restarts. Jetzt wieder auf Position 7. War trotzdem absolut unglaublich, wenn man überlegt, die Jungs sind gerade auf der ersten Gerade. Und auch hier ist das Feld schon wieder 16 Sekunden auseinandergezogen. Tendenz steigend. Ja, von hier, ja. Lali war mit Schwierigkeiten in der zweiten Schikane. Ja, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich jetzt die Restzeit entwickeln wird. Ob es wirklich Fahrer gibt, die hier nochmal rein müssen. Ob es Fahrer gibt, die hier jetzt durchziehen. Ja, auf jeden Fall der Nico jetzt mit ordentlich Druck auf den Peter. Kann sich auch ansorgen. Aber ich meine, die Autos müssen sogar noch mal rein. Also ich wage zu bezweifeln, gut, durch die Einführungsrunde kann das schon leicht verfälscht sein, aber das wird eine ganz, ganz, ganz knappe Kiste rein sprittechnisch alleine. Also der AMG kann 17 Runden mit vollem Tank hier fahren. Zumindest geht's so im Setup. Sollte dem noch quasi reichen. Da hat der Nico Franken sich aber böse verbremst. Allerdings. Vermutlich schlechte Sicht gehabt, ja, und selbst Dennis dann mit Patrick Dross ist dran. Ja, da beschwert der Nico sich, auf jeden Fall beim Patrick. Das war auch schon ordentlich mit Ansage sich daneben gesetzt. Der Kuchling nicht frech werden jetzt, ne? Er sagt nämlich, dass ich das mit Spritabrechnung nicht so drauf habe. Ich kann jetzt gerne nochmal in Ruhe erklären, wie das zusammenhängt. Ja, der Nico ist natürlich jetzt nicht so begeistert, dass er zurückgefallen ist. Aber trotzdem tatsächlich aufpassen, auch wenn der Marvin neben ihm ist und er jetzt Frust hat, kann er ihn den schlecht am Marvin auslassen? Nee, war vielleicht auch grenzwertig, aber so leichte Berührungen, ja, die sind hier im GT-Sport sicherlich noch okay. Ja, absolut, auch regelrecht erwünscht. Ich meine, die Zuschauer wollen natürlich auch ein bisschen Action sehen und so ein leichtes Anlehnen kann schon interessant werden, aber gerade in dem Spiel ist das natürlich auch massiv mit Vorsicht zu genießen, denn jeder kennt den Klebeeffekt. Knapp zwischen Felix und Chris Bladi.
Fand ich auch sehr, sehr spektakulär. Eigentlich hatte ich mir wirklich vorher vom rein logischen her gedacht, dass hier einige Windschattenduelle gibt, wo es einfach der Windschatten hergibt, den Vordermann zu überholen. Aber tatsächlich sind die Fahrzeuge hier alle so im Grenzbereich, dass da nichts mehr mit überholen ist. Also ich habe eine Runde gehabt, da waren es auf der Geraden, glaube ich, 291 oder 93 sogar, kurz vorm Bremspunkt, Ja, das und ist das ordentlich. Auto ist kein Stück am Vordermann vorbeigekommen. Und ich dachte, der Porsche fliegt jeden Moment auseinander. Das war schon sehr, sehr speziell. Also der Felix, muss ich sagen, der ist jetzt hier nach dem Neustart richtig gut ins Rennen gekommen. Ja. Aktuell auf 7 mit Druck auf den Chris auf Platz 6. Absoluter Profiteur des Neustarts. Aber der Gewinner schlechthin, Patrick Drafs, für mich. Ja, auf 3 jetzt. Nico Franken, der klare Verlierer bis jetzt. Ja, wobei da natürlich auch gerade zum Patrick Drafs hin noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Halten wir mal direkt drauf. Ja gut, ob man dann die Sitzung dann verlässt, ich mich jetzt einfach mal nicht. Ja, aber Nico hier wirklich mit deutlichen Grip-Problemen in den Kurven. Also gerade die langsamen Kurven sieht man es deutlich. Währenddessen hier die beiden Tito Classic-Fahrer. Ja, Leon ist auch mit einem kleinen Fehler. Ja, in der Gischt ist es unglaublich schwer bei den Lichtverhältnissen zu fahren. Also es war tatsächlich auch wirklich eins der Rennen, wo ich schweißgebadet nach 90 Minuten aus dem Sitz gestiegen bin und dachte so, alter Schwede. Geil, aber schön, dass es vorbei ist. Weil wirklich da wirklich jede Sekunde Konzentration zu 100% da sein muss. Ich habe das auch wahnsinnig bewundert, wie der Kai Reif da wirklich Runde für Runde dem Gabi Gasfuß da im Getriebe hing. Unglaubliche Leistung. Ja, das hat auch viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, Kai Reif, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Wir waren so nass wie unsere eigenen Autos. Ja, Martin, was ich jetzt schon sagen kann, wenn mit Blick auf die Uhr und wir noch 50 Minuten Rennzeit haben, dass wir die PK auf jeden Fall heute kurz halten werden. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir Definitiv. aussieht, aber bei mir klingelt um 5 morgen früh der Wecker. Ja, ich wäre, wie schon gesagt, da meine kleine Prinzessin gerade etwas kränkelt, morgen Überstunden abfeiern und kann gerne die PK noch machen. Ja gut, da ist halt die Frage, ob du dann nicht auch vielleicht sogar früh raus musst, ne? Weiß man bei den Kleinen ja dann nicht so. Ich gehe eher davon aus, dass es eine kontinuierliche Nachtschicht wird. Hendrik Fischer an der Box, der scheint da einen größeren Crash gehabt zu haben. Ja, da ich gerade eine Nachricht hier
PSN von Patrick Ross erhalte und ich vermute mal, Patrick, dass du mich hören kannst. Wenn du irgendwelche Beschwerden hast, bitte wende dich nicht an uns Moderatoren. Wir können dir da leider wenig helfen. Wende dich an die Rennleitung. Dort gibt es sicherlich Hilfe. Ja, so sieht's aus. Ja, da. Schauen wir jetzt nochmal drauf, wann die von Björn. Und ich sag mal so, der Marvin reift knapp 2 Sekunden dahinter. Der hier wirklich absolut davon profitieren kann. So wie die beiden sich gerade die Sporen geben, ist das nur eine Frage der Zeit, bis einer der beiden etwas zu viel Grün sieht. Das sehe ich tatsächlich auch so. Wieder etwas abreißen lassen. Ah, da ist beim Rasbeschleunigen direkt auf den Korb gekommen und hat es auch direkt gehört, wie der AMG direkt den Wheelspin hatte und kompletten Griffverlust beim Rasbeschleunigen. Und das hat natürlich richtig Zehntel gekostet auf der Geraden. Aber man sieht es schön, im Anbremsen kommt der AMG wieder sehr, sehr gut ran. Hier muss ich mal einmal kurz Klapper angezeigt. Springen wir dann nach vorne. Okay, Ralf, da kann ich dir absolut zustimmen. Also wenn man das sieht, die zwei haben mit ihren Gängeleien dermaßen viel Zeit liegen lassen. Marvin im Gegenteil hat ja richtig krass gut gemacht und auch eine Wahnsinnsrundenzeit hingelegt. Also der kämpft sich hier richtig gut ran und und jetzt haben wir genau diesen Moment. Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es waren beide schuld. Ja, absolut. Also da waren beide komplett unnachsichtig. Und Marvin, der absolute Gewinner dieses... Ja, ich hab's vorher gesagt. Leon jetzt auch mit richtig Schwierigkeiten. Ja. Ja, ich denke, der wird durch den Dreher jetzt seine Regenreifen wahnsinnig überhitzt haben. Und hat dadurch natürlich jetzt ultimative Traktionsprobleme. Ja, Kai Hubi sagt es auch, das war abzusehen, ja, ganz genau. Und der Felix Schmidt ist auch dran am Nico Franken. Auch der hat hier noch ein Wörtchen mitzureden. Gerade ja, AMG also gegen AMG sollte interessant werden. Ja, und Felix läuft jetzt richtig gut nach dem Neustart. Was ist zwischen Bordkamera und Verfolger? Gar nicht. Okay. Wie du gerade schon gesagt hast, der Nico jetzt auch mit Schwierigkeiten. Ja, man merkt es wirklich in diesen langsamen Bereichen, wenn er mit seinem AMG rausbeschleunigt, hat er wirklich unglaubliche Traktionsprobleme.
Pfützenbildung über Nacht ist natürlich auch recht ekelhaft. Im Regen. Vermutlich würde ich mal sagen, hat der Nico vielleicht auch einen kleinen Aeroschaden davon getragen. Das kann durchaus möglich sein. Der Leon kommt auch schon wieder von hinten angeflogen. Aber ich finde es immer wieder absolut beeindruckend, wie still und heimlich Chris Vladi schon wieder auf der 3 steht. Es ist wirklich der Wahnsinn. Auch einer der Nutznießer hier dieses Battles der 2. Ja, wir haben jetzt aktuell noch 43 Minuten zu fahren. Chris Marvin auch mit. Ah, da war jemand deutlich zu schnell im. Ja, der Leon. Anbremszone. Ja, und der größte Nutznießer von der ganzen Geschichte, obwohl er auf 1 schon vorher war, ist trotzdem der Peter Stein. Ja, der kann jetzt in Ruhe seine Runde vorn Vorsprung hat. Fährt auch wirklich satte Rundenzeiten konstant. Der Nico konnte sich jetzt wieder absetzen. Mal gespannt gleich auf den Schaden, ob Nico vielleicht wirklich doch einen Aero-Schaden hat. Raus. Der Rundzeit nachher könnte man das so ableiten, absolut. Ah. Da Fehler drin gehabt. Patrick Kuchling, da Patrick Drafs fehlt. Ja, Leon hat ja ordentlich Federn gelassen durch seine Fahrfehler und da muss jetzt auch tierisch aufpassen, wenn er so weitermacht, dann ist der Jan Westphal ganz schnell dran und schluckt den auch noch. Ja, 10 Sekunden sind bei einem Fahrfehler absolut nicht viel. Und der Sascha Mesletzky ist da soweit auch nicht weg. Was? Wenn der Peter so weitermacht, wird er seine Führung in der Gesamtwertung noch weiter ausbauen. Der Punkt, die Pole hat er sich auch schon sicher geholt. Könnte mir vorstellen, letzte Rennrunde ist auch drin. Ja, bitte, bitte, Patrick, immer wieder gern. Auch wenn es manchmal etwas komplizierter ist, wie es heute war, aber euch diese genialen Rennen zu zeigen, macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Einfach kann ja jeder. Richtig. Oder in meinen Worten absolut. Ja, ein paar Zweikämpfe hätten wir ganz gerne. Aktuell nicht danach aus. Nico kann sich ja wirklich stellenweise immer mehr von Felix absetzen. Ja. Hendrik Fischer ist leider auch zurückgefallen.
Ja, hat er mittlerweile auch schon einen Boxenstopp und offensichtlich ja wirklich noch tierisch Probleme, die Bremspunkte zu finden. Es ist aber auch unglaublich schwierig, also gerade diese Wasserlagen, die sich ja im Dunkeln bilden, muss man einstudiert haben. Also man muss wirklich da wissen, auf welchem Meter welche Wasserlage kommt, wo man fahren kann, wo nicht. Das sind so viele Linienverschiebungen während des Rennens drin. Also ich bin auch, ich glaube, 4 Stints komplett gefahren, ehe ich die drin hatte. Ja, danke, du machst mir richtig Mut für Donnerstag. Aber Leon ist am Felix Schmidt vorbei und konnte sich auch direkt mal mit einer Sekunde absetzen. Wenn du da noch ein bisschen Input brauchst, dann können wir uns gerne morgen Abend nochmal zusammensetzen. Dann kann ich dir einen kurzen Shortcut aus der Strecke bringen. Ich bin längst sogar, glaube ich, mal eine Stunde gefahren, also am Stück jetzt. Aber ich weiß zumindest, wo sich die Pfützen entwickeln. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe für die ganzen anderen Rennen wirklich sehr verbissen trainiert. War auch im Training immer richtig gut. Ja, und bei den meisten Rennen ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Sei es ein leerer Tank in der letzten Runde oder in Bathurst ohne Frittentheke oder Ja, am Nürburgring ein zu langsamer Kuchling. ohne Frittentheke habe ich auf dem Nürburgring auch kennengelernt. War suboptimal. Ja, und dann probiere ich das jetzt mal etwas anders. Aber da hatte ich tatsächlich dieses Phänomen, ähnlich wie es damals dem Gabi Gasfuß in der letzten Saison im Fuji ging. Einen recht schweren Einschlag auf dem Heck verkraftet und dann wirklich nur noch eine Mini-Haarspitze einen zweiten Treffer auf den Heckspoiler bekommen und zack, war er ab. Unglaublich. Ich habe es bis dahin wirklich für nicht möglich gehalten, aber es scheint wirklich was dran zu sein. Ja, aktuell müsste das Team Karma ja im Jubel untergehen. Marvin Reif auf 2, Chris Ladi auf 3. Ja, Wenn das so Spitzenteamleistung, bleiben also würde, wäre es auf jeden Fall das beste Teamergebnis bisher. kann man den beiden definitiv nur so wünschen. Ja, so ein Karma Aber Rookie Team. ich denke, Nico Frank hat dann auch eine ordentliche Portion mitzureden, denn der fährt aktuell 6 Sekunden schneller wie der Platz 2 platzierte Marvin Reif und 3 Sekunden schneller wie der vor ihm fahrende Chris Vladi. Von daher ist es recht schwierig, die Restzeit noch so zu überbrücken. Da müssen die beiden schon noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Ja, aber vielleicht macht es der Nico gleich nochmal spannend für uns. Hoffentlich nicht zu spannend. Ich bin sehr, sehr auf die Anbremszone jetzt hier gespannt. Ja, Kai Reif, da gebe ich dir recht. Lieber 3 und 4 nehmen und sauber durchfahren. Punkte sind immer wichtig und so groß ist die Differenz zwischen 3 und 4 auch nicht. Genau so sieht's aus. Denn Kleinvieh macht auch mit. Wobei, wie gesagt, so klein sind die Punkte da gar nicht. Keinen Fall. Und wie gesagt, safe durchfahren ist prinzipiell immer die beste Variante. Ich denke, selbst wenn das ein Leon Kubizil und der Nico Franken vorhin beherzigt hätten, wären die beiden jetzt auch noch auf ganz anderen Positionen. Aber es ist halt manchmal, wenn das Testosteron dem sanftmütigen Dasein überwiegt, dann kommt es halt mal zu unschönen Kontakten. Der Regisseur muss mal ganz kurz austreten. Ich glaube aber, dass wir hier
3 P3 eine ganz gute Stelle haben. Ja, bleib mal auf dem Chris drauf. Ich denke, der macht das schon. Chris muss ja schon vor der Wasserlage ordentlich verzögern. Der Nico hingegen nimmt hinten eine leicht andere Linie. Ja, Patrick, genau das. Ja, auch hier sind wir eine völlig unterschiedliche Linienführung und da ist er auch schon dran, der Nico. Ja, auch letzte Runde hier wieder 3 Sekunden schneller wie Chris und 6 Sekunden schneller wie Marv. Eieiei, und da war auch der Chris schon mit dem Dreher in der Anbremszone draußen. Und Hendrik Fischer wurde getrennt. Eieiei, da sind wir nur noch 8. Sehr, sehr bitter. Ich sehe, die Ereignisse überschlagen sich. Ja, allerdings, der Chris Vladi hat sich gerade in der Anbremszone vor Turn 1 quasi rausgetreten. Nico ist direkt vorbeigegangen, macht aber auch wahnsinnig viel Land gut auf den Marv. Denke ich, eine Frage der Zeit, bis er jetzt diese Runde dran ist. Ja, und ansonsten, auch der Leon Kubicil, der will hier noch mitreden. Guckt, dass er hier an den Chris Vladi rankommt. Die Renaults hingegen scheinen hier wirklich deutlich Probleme zu haben. Im Gegensatz zum Rest fahren aktuell 10 Sekunden langsamer wie das andere restliche Feld. Ja, ich hatte im Vorfeld mit Jan gesprochen und er sagte mir auch, dass er wirklich Probleme hat, auf Geschwindigkeit zu kommen. Da stecke ich wirklich tatsächlich bei dem Fahrzeug zu wenig im Detail. Ich bin ihn einmal, glaube ich, Probe gefahren auf Solder in Saison 6. Ja, Solder kommt auch noch. Ja. Definitiv. Wenn wir in Le Mans durch sind, mit allen Ligen, der nächste halt. Der nächste Renntag, so sieht's aus, wieder 2 Sprintrennen. Bei meines Wissens nach heiterem Wetter. Auch da wäre nochmal ein Regenrennen sehr, sehr spannend geworden, aufgrund der vielen Querrillen, die das Rennen hat. Das hatten wir ja, wie du schon gesagt hast, in der S6. Ja, mit dem zufälligen Wetter. Ich kann mich dunkel entsinnen, als aus nach diesem diesigen Wetterslot der liebe Herrgott alles aus dem Himmel fallen ließ, was er hatte. Ist mir grob in Erinnerung geblieben. Ich glaube, da waren wir auch in Liga E die einzigen, die Regen. Ja, allerdings. Dafür hatten wir in Liga A den kuriosesten Boxenstopp-Stau, den wir je hatten, und da ist es er. Als der, ich weiß gar nicht, es war, irgendeiner hatte da sein Auto abgestellt und die anderen Jungs, die da reingefahren sind, sind nicht mehr losgekommen. Und da standen dann so 6-7 Autos da über eine Minute in der Box, bis derjenige dann mal sein Auto von der Strecke entfernt hat. Kein Reif, da gebe ich dir völlig recht, der Körb da ist wirklich sehr, sehr ekelhaft. Da sollte man deutlichst aufpassen.
Ja, da muss er ihn vorbeilassen. Das habe ich mir schon Sonst auch so kriegt er eine gedacht. Durchfahrtsstrafe. Ja, da war Chris Fladi so kollegial und hat ihn vorbeige. Ah, Chris will in die Box, okay, dann. Ja, von wollen, denke ich, wird keine Rede sein, aber nach dem üblen Abflug in der letzten Runde ist das eher das Muss, was ihn da hintreibt. Natürlich richtig ärgerlich. Oh, jetzt ist er auch noch zu schnell reingefahren in die Box. Das sind noch mal 10 Sekunden extra. Ei, ei, ei. Oh, mein Laptop möchte auch nicht mehr. Batterie ist leer. Ja, ich drücke immer noch die Daumen, dass wir heute keine Startaufstellung mehr reinschreiben müssen. Tja, wir sind reichlich über die Hälfte unserer Nachspielzeit. Haben wir jetzt noch 27 Minuten offen. Chris ja als tragischer Held jetzt mittlerweile auf die 8 zurückgefallen. Peter fährt weiter routiniert seine 4.19 davon. Richtig starke Leistung. Marvin kann immer noch gegen Nico gegenhalten. Hält sich auf der 2 weiterhin. Leon packt aber ordentlich den Porsche bei den Hörnern und schraubt hier nach vorn. Also auch da muss der Nico aufpassen, dass der Leon da nicht nochmal aufläuft. Da hinten sieht man schon. Und er kommt mit großen Schritten näher. Ja, letzte Runde 3 Sekunden schneller. Ja, hier die Wasserlagen sind jetzt mittlerweile auch so, dass die beim Rausbeschleunigen überhaupt keinen Spaß mehr machen. Leon hat aber hinten auch seine Probleme gerade eben gehabt im Knick und ist da deutlich zu weit gegangen. Oh, Marvin macht ja wirklich einen mega Job. Wie Kai vor uns schon sagte, über Monate hinweg nicht mehr gefahren und dann hier gleich so ein Rennen. Das Auto so bei den Hörnern zu packen, ist schon eine richtig geile Leistung. Hallo Berti, ja, da hast du den Marvin gerade gelobt. Nein Berti, wir haben ja das Rennen durch Serverprobleme nochmal neu starten müssen. Mit einer Stunde Restzeit und laut Reglement fällt dort die Boxenstopppflicht weg. Sodass die Jungs jetzt hier rein theoretisch durchfahren können, aber natürlich nicht müssen. Schön Dreher vom Marv. Der Leon letzte Runde aktuell 10 Sekunden schneller gewesen, geht jetzt auch vorbei.
Die Wasserlage hier in der Kurve wird auch immer größer. Jan hatte auch einen Fehler, ist auf den 8. Platz zurückgefallen. Aber auch der Sascha, der Chris ist ja wieder vorbei, an beiden wieder vorbeigegangen. Trotz seines Boxen-Stop auf dem Hals. Also. Stark. Starke Leistung. Also, wenn die beiden nicht da gerade irgendwo zusammen irgendwo im Graben gelegen haben. Also, ist schon. Da war er deutlich zurückgefallen. Ich bin mal gespannt, ob der Leon jetzt auch auf den Nico nochmal richtig Druck aufbauen kann. Aktuell ist er wirklich richtig fix unterwegs. Schnellst aktuell im Feld. Genau, und auch nur knappe 4 Sekunden hinter Nico. Aber Richtung 5 Sekunden geht's gerade. Jetzt die Kurve schön erwischt. Und das gab einen üblen Einschlag. Ja, da war aber auch deutlich zu schnell in der Kurve. Ja, aber mal richtig übertrieben. Ja, jetzt hat er definitiv einen ordentlichen Stabi-Schaden. Das sollte seine Erfolgjagd massivst einkürzen. Jetzt sind wir mal wirklich gespannt, ob er hier weiter durchfahren kann oder ob er hier die Geschichte in die Box verlegen muss. Und der Kai denkt sich so, Karma Racing. Ja, absolut. Also es war jetzt auch gerade so mein Gedanke. Meine Oma hat immer gesagt, was recht ist, kommt wieder. Aber für den Einstieg ist der Leon schon wieder echt unterwegs. Ja, vielleicht hat es diesen Effekt gehabt, der Einschlag, wie Kai Hubi mir letztens erzählte. Er hatte mal ein Setup, mit dem er eigentlich überhaupt nicht zufrieden war. Dann hat er einen Einschlag beim Training gehabt und dann war das Auto perfekt eingestellt. Unser Schaden heute noch nicht so viel. Ja, auch der sieht nicht mehr so frisch aus. Einen guten Abend, Herr Schupitzi. Einen schönen guten Abend, Patrick. Auch sein Teamkollege mit dem gleichen Eindruck im Hintergrund zu sehen. Der Leon fährt noch weiter. Und die 10 Sekunden Zeitstrafe vom Chris
Sadi fällt aktuell noch nicht ins Gewicht. Wollen wir mal abwarten. Der hat sich ja wirklich absolut stark freigefahren. Beide hier deutlich zu spät auf der Bremse. Marv konnte den Lambo gerade noch so abfangen. Leon ging dann schon ins Kiesbett. Aber die Wasserlage dort ist auch wirklich sehr, sehr gemein. Also die muss man regelrecht studiert haben. Die nimmt im Lauf des Rennens sehr, sehr komische Formen an und die muss man natürlich wissen. Weil sonst passiert genau das in der Anbremszone, dass du einfach geradeaus gehst und null Kontrolle übers Auto hast. Hallo André Kallenhardt. Hallo André. Hier wieder ein bisschen mehr Abstand ist, springen wir noch mal auf die Renaults, mal auf den Jan. Auch mal andere Fahrer ins Bild bekommen. Ja, wie gesagt, ich finde es ein absolut mega Audio von der Optik her. Ah, Jan schaut offenbar Stream. Hallo, hallo. Aber lieber Jan, vergiss nicht die Kurve zu nehmen. Richtig cooler Sound auf jeden Fall. Aber die Jungs müssen, denke ich, noch ein bisschen in das Auto reinwachsen. Da geht, denke ich, Setup-technisch schon noch eine ganze Ecke mehr. Ja, schöne Grüße zurück an dich, André. Ja, von mir auch. Schöne Grüße. Ja, Peter hier in der letzten Dreiviertelstunde 32 Sekunden auf den Nico rausgefahren. Das ist schon mal eine Ansage. Marvin ist der Angriffsversuch von Leon. Ah, Kai, danke für die Info. Ich hab's dann auch genau in dem Moment gesehen. Also diese Doppelschikane ist ja auch so überhaupt nicht rein. Die geht eigentlich richtig geil. Aber das ist halt wirklich so eine Linie, die muss man erstmal da durchfinden. Mit den richtigen. Und der nächste Abflug mit Einschlag. Ja, das wird es auf jeden Fall gewesen sein. Also alles andere würde mich tatsächlich wirklich wundern. Ja, jetzt sieht man auch schon deutlich, er hat hier richtig Probleme, das Auto zieht hin und her. Das wurde ja, das wird eine lange Runde. Eine richtig lange Runde, definitiv. Motorhaube ist auch weg. Auf jeden Fall gute Kühlung. Ne, weg ist die Motorhaube nicht, die ist schwarz, die ist original so. Ach so, die Schrift okay. Ist noch drauf. Aber man sieht es hier, das Auto ist halt gerade bei höheren Geschwindigkeiten null kontrollierbar. Ja, und Felix Schmidt 4 ist soweit nicht weg, der wird den Leon definitiv noch beerben. Ja, schade, Leon.
Keine Spider-App, Kai. Aber wie man sieht, das Lenkrad ist ein steht sehr nicht mehr schwer zu ganz gerade. fahrendes Auto. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sich das mit Controller anfühlt, wenn das Lenkrad schief ist. Keine Ahnung. Sicherlich ähnlich unangenehm wie mit einem Lenkrad. Ja, Leon verliert dann natürlich. Oh, ich krieg grad eine Nachricht von einem Kfz-Mechaniker, der uns auch bekannt ist. Er schreibt, beim Porsche ist die Motorhaube hinten. So, jetzt habe ich von dir einen reingekriegt, Martin. Und ich nenne es einfach mal beim Namen von Thomas Navarro auch. Dankeschön, Thomas, für die freundliche Belehrung. Thomas Singvogel, schönen guten Abend. Ja, und schönen guten Abend. Chris Vladi, aktuell eine knappe Minute hinterm Leon. Das wird nicht ganz reichen, um da noch vorbeizugehen. Aber für den Felix sollte das, denke ich, überhaupt kein Thema sein. Knapp 20 Sekunden. Das schafft der Leon mit Reparatur nicht rein und raus aus der Box. Ja, und vorn tut sich auch einiges. Nico Franken knabbert hier ordentlich am Vorsprung von Peter Stein. Letzte Runde. Eine reichliche Sekunde wieder abgenommen. Der Felix, der wird sehr zufrieden sein, wenn er das Ergebnis dann über die Bühne bringt. Ja, ist er war definitiv nämlich in den letzten Tagen nicht so aktiv am Trainieren. Aber jetzt auch gerade, wie er gesagt, schon nach dem Neustart hier richtig gut ins Rennen reingefunden. Der Leon ist jetzt in der Box. Wie Kai auch schon sagte, da wird ja nicht nur 5 Sekunden lang repariert. Da wird der Felix ziemlich sicher dran vorbeigehen. Ja, Felix absolut, definitiv. Und Chris Vladi müssen wir mal schauen. Er ist noch 26 Sekunden hinterm Felix. Wird vermutlich für den Leon dann noch reichen. Ja. Thomas, zweimal Leon Aufgabe und ansonsten generell nur 10 Fahrer heute am Start. Die Liga D ja von Anfang an sowieso etwas dezimiert, dadurch, dass 2 Teams gemeldet haben und gar nicht angetreten sind. Ja, das ist wirklich ein totales Kuriosum für Saison 8, finde ich. Oh. Ist ja in mehreren Ligen so passiert, dass sich Teams gemeldet haben und nicht angetreten sind. Für mich auch absolut nicht nachvollziehbar. Nee. So, dadurch, dass der Leon jetzt wieder ein frisches Auto hat und auch nur knapp 5 Sekunden hinterm Felix ist, kann der Felix sich auf gar keinen Fall ausruhen. Nein, definitiv nicht. Der und muss jetzt im Gegenteil, muss die letzten 9 Minuten Vollgas. Ja, das heißt noch reichlich, naja, 3 Runden werden es werden. Knapp, würde ich behaupten wollen. Mal gucken, wo der ja. Peter ist. Peter ist. Nein, nein, das wird eng. Es werden wohl eher 2 Runden werden. Oh, da ist der Leon schon wieder dran am Felix.
Na, Felix scheint ja aber einen ordentlichen Fehler gehabt zu haben. Weil so schnell wie er jetzt dran war, da. Bertie wünscht sich mal den Peter. Ja, Peter fährt ja routiniert schon im ersten Rennen nach Rennabbruch direkt auch weiter. Recht weit vorn sein einsames Rennen. Keine großen Berührungspunkte mit irgendwelchen anderen Fahrern gehabt. Ne, über die Starts müssen wir nochmal sprechen. Also ja, ihr. Ich denke, aber ansonsten. Ja. Ich denke, das wird auch die Rennleitung nochmal beschäftigen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so unterm Tisch weggekehrt wird. Aber auch da werden wir nochmal angreifen. Dass das der Peter definitiv das nächste Mal besser macht. Der Felix hängt aber noch mal gut beim Leon dran. Ah. Ja, die Fahrer werden jetzt alle das Problem haben, sind jetzt eine reichliche Stunde draußen, die Reifen sind platt. Jan Westphal auch noch mal in der Box. Hat aber wohl einen richtig schweren Schaden. Ja, in der Box. Jetzt wieder ein brandneuen Renault. Den er nochmal die letzten 5 Minuten ausfahren darf. Ja, das Rennen ist natürlich mal richtig gezählt. Ja, Chris fährt aktuell gerade auf der 6. Ja, man sieht es auch wirklich deutlich an den Zeiten aller Fahrer, dass die Reifen komplett platt sind. Zeiten sind schon deutlich über die 1,20 gegangen, 4,20. Eie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 
Hat er ja dann noch einen Weg gefunden. Eieiei, der als aber auch mal richtig Probleme hatte. Ja, Niger für aktuell auf Platz 2. Knappe 9 zu 28 Sekunden hinter dem Peter Stein. Marvin Reif aktuell auf der 3, 53 Sekunden hinter Platz 1. Dahinter der Leon Kubizil, gefolgt vom Felix Schmidt, Chris Vladi, Sascha Meslecki und Jan. Westphal. Ja, hallo Matze, was dich auch noch interessieren wird, Felix hat wohl auch Platz 5. Hendrik Fischer leider ausgeschieden, ist einigermaßen dabei. Ja, die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Können wir mal kurz schauen, wo der Peter steckt, ob wir hier dann noch eine Runde fahren oder ob es das gewesen ist. Ja, das wird es wohl gewesen sein. Ja. Das Glück schafft er nicht in 2 Minuten. Ja, Hendrik hatte leider einen Disconnect. Sehr ärgerlich. Patrick Drafs ebenso. Ja, aber kein. Ja, ob gewollt oder nicht gewollt, ist dann mal dahingestellt, genau. Ja, da die Abstände ja recht groß sind, haben wir jetzt einfach mal beim Peter. Ja, souverän. Na, Renntag für den Peter hier. Könnte hier definitiv sein geballtes Wissen über die vielen Jahre zeigen und hier souverän den Sieg nach Hause fahren. Starke Rundenzeiten von Peter hier auch gesehen. Ich denke, der wird hier auch fast mit den schnellsten Rennrunden gefahren haben. Ja, da muss ich mir nochmal für die Tabellen im Ohr beides trinken. Leon hatte tatsächlich nur einen Einschlag und hat sich nur reparieren lassen. Es laufen gerade aktuell die letzten 20 Sekunden des Rennens runter. Ja, Martin. Ah, des Tages. Haben wir den heute? Persönlich würde ja Felix tendieren. Gerade nach dem Neustart. Was ist oder den für den Leon? Nö, bei dem Felix wäre ich schon völlig bei dir. Da hat er wohl schon einen mega Job gemacht hat zum zweiten Teil des Rennens. Am Anfang viel Pech gehabt. Am letzten Rennen am Nürburgring war Felix ja auf dem Podium, da konnte er in der Pressekonferenz teilnehmen, gucken, ob er es heute dann kann. Machen wir das quasi nach. Ja, okay, Kai, das sagt stimmt. Auch Felix. Ja. Stimme ich ja, schon völlig Glückwunsch zu. Peter Stein. Jo.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, Marv ist eh auf dem Podium, das stimmt. Marv heute auch so ansonsten wirklich auch für mich wirklich Fahrer des Tages. Der Rückkehr. Weil man ja sagen muss, Fahrer des Tages ist natürlich erst der Sieger. Aber eben, ja. Ja, Glückwunsch Nico, Platz 2. Auch wichtige Punkte. Auf dem Peter hat zwar keine Punkte gut gemacht, aber ansonsten denke ich gut nach vorne durchgegangen in der Gesamtwertung. Ja, damit kann er ja deutlich sein. Sprung nach oben machen und vom rein rechnerisch gesehen vom vierten schon auf den zweiten vorrücken. Marvin Reif, herzlich. Dann der Pechvogel, der Leon heute. Ja gut, was heißt Pechvogel? Ich meine, wie es der Kai schon geschrieben hat, der Chris und der Leon haben selbst verursacht, sag ich mal, ihre Rennen beide ein bisschen beerdigt, von daher. Ja. Ja, da war auf jeden Fall mehr drin. Ja. Aber das ist das Lehrgeld, was die jungen Fahrer hier noch zahlen müssen. Auch die werden gesetzter, routinierter und gehen ähnlich immer all in. Felix. Wie gesagt, heute von uns als Fahrer des Tages gewertet und wird ebenfalls zur Pressekonferenz eingeladen. Haben wir auf der 6 den Chris Ladi, der freut sich nichtsdestotrotz. Auch da wäre leider noch etwas mehr drin gewesen, aber ich denke nichtsdestotrotz gutes Ergebnis. Ja, und hier haben wir die Renaults. Die möchten gerne zusammen ins Ziel kommen, aber der Jan glaube ich doch nicht. Oder hat der Jan einen Einschlag? Ja, die beiden müssen sich jetzt schon fast sputen. Ich glaube, das passt noch. Aufs, weil da muss ich bei der Auswertung weniger in Excel-Tabellen. Ja, da hat es Sascha auch geschafft. Auf der 7 eingelaufen. Der Jan. Jetzt ebenso. Ja, und dann sind damit sind alle rein. Dann macht der Onkel nochmal schnell ein Foto. Sehr gern. Und lädt dann die Herren Schmidt. Reif, Frank und Stein die Party ein. Aber jetzt noch ein zweiter Reif. Nicht, dass ich den falschen einlade. Frank und Stein. Tja, wäre bestimmt auch lustig. Kai ist immer lustig.
Hallo ihr drei schon mal. Schaut bitte nach, ob ihr eure Stimme auf Übertragen habt. Immer. Ja, Hallöchen. Oh, du sprichst aber auch ziemlich ähnlich wie der Kai. Ja, Martin, der Peter ist noch ein Rauchen, lese ich. Dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach schon mal an mit dem Felix Schmidt. Möchtest du anfangen, Martin, oder soll ich anfangen? Nee, ich würde einen Felix gleich machen. Dann hau rein. Ja, Felix, herzlichen Glückwunsch zum Power des Tages. Erster Stint bis zum Zusammenbruch der Lobby. Recht durchwachsen. Das Qualifying lief ja eigentlich so nie ganz schlecht. Aber dann kam die riesige Aufholjagd. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie hast du es so empfunden, den Renntag? Ja, eigentlich ganz positiv, weil ich nicht viel Zeit auf der Strecke verbringen konnte, bin ich doch ganz froh, wie das ausgegangen ist. Ich habe einfach versucht, fehlerfrei zu fahren und das hat auch ganz gut geklappt. Bis kurz vorm Ende, dann habe ich mich nochmal gedreht, bin eingeschlagen und dadurch konnte mich der Leon wieder überholen. Das war ein bisschen schade, aber ansonsten echt alles top gelaufen. Ja, ist auch eine gute Platzierung erzielt, ne? Platz 5. Definitiv. Ist ordentlich, gibt ja auch sicherlich nochmal gute Punkte in der Meisterschaft. Ich hoffe doch. Schauen wir mal. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Glückwunsch auch an alle anderen noch, gell? Ja, Glückwunsch auch an Marvin Reif. Lange nicht dabei gewesen. Jetzt heute den dritten Platz, das ist doch schon ziemlich beeindruckend, aber ihr scheint ja generell mit dem Lambo jetzt ziemlich gut klarzukommen im Team bei euch. Erzähl einfach mal, wie es jetzt war, wieder nach so längerer Zeit hinterm Lenkrad zu sitzen. Denk mal, du fährst Lenkrad, ne? Stopp, stopp, stopp. Man hört dich nicht, sagt dein Bruder. Du müsstest einmal auf Party-Einstellungen gehen rechts. Genau. Immer zulassen. Nein, auf keinen Fall. Ich hab's aber jetzt auf immer zulassen. Sag noch mal einmal was, Test, Test. Ja, so erzähl Kai, mal. hört mal was. Jetzt, da ist er. Ja, weiß nicht, hast du Bock, das noch mal zu erzählen? Oder sollen wir einfach weitermachen mit dem Nico? Ja, mach ruhig weiter, alles gut. Alles klar. Der Marvin ist auf jeden Fall sehr zufrieden mit seinem Ergebnis, dafür, dass er längere Zeit nicht dabei war, hatte sein Lenkrad verliehen und so weiter und so fort. Ja, dann, lieber Martin, habt ihr den Nico. Ja, Nico, starker Renntag, coole Performance, paar, naja, nicht schlechte Szenen, aber eher unschöne Szenen, denke ich, mit diversen Kontakten anderer Fahrer. Erzähl mal dein Empfinden des Renntags. Mein Empfinden, hallo erstmal zusammen. Hallo. Erstmal Glückwunsch an Peter, der hat heute ein richtig sauberes Rennen gefahren. Ich weiß auch nicht, ob da für mich mehr drin gewesen wäre,
Leider wurde ich um die Chance zweimal mir wurde die Chance zweimal genommen. Das waren wahrscheinlich die Szenen, die du gerade angesprochen hast. Da habe ich auch einen tierischen Hals. Das geht gar nicht. Ist, wenn manche Leute zu dämlich sind zu gucken, ob die Strecke jetzt zu Ende ist oder nicht, oder ob man verloren hat oder nicht. Und dann noch zumachen und jemanden auch noch absichtlich von der Strecke drängen, das sind für mich so Sachen, das geht gar nicht als Fahrer. Das wird auch separat behandelt, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Ja. So, mit dem Rennen war ich eigentlich zufrieden. Ich habe dann versucht natürlich aufzuholen, aber wie gesagt, zweimal Kontakte und alles, dann kann man da eigentlich schon einen Haken dran machen. Kam dann aber zum Glück trotzdem noch in den Rhythmus. So, Qualifying außer Hand gegeben, da lief es auch nicht. In den Trainingen lief es besser, hier heute nicht. Und deswegen kann ich aber trotzdem sagen, mit dem zweiten Platz bin ich sehr zufrieden. Ja, absolut. Also dem kann man nichts hinzufügen. Nee, tatsächlich. Nochmal was Kleines so zur Info für uns. Kann es sein, dass du in den langsamen Kurven tierisch Probleme hattest beim Rausbeschleunigen? In der Tat. Ja, also es war im Stream deutlich zu sehen, wo man uns dachte, so alter Schwede, also was für eine Beherrschung vom Auto. Das sah schon manchmal recht speziell aus. Ja, ich habe auf natürlich auf Qualifying gesetzt, war natürlich überrascht, war auch deutlich über meiner Zeit vom Training und bin im Rennen mit Nuller Flügel gefahren, das heißt eigentlich wie auf rohen Eiern und hatte natürlich auf wie es im ersten Rennabschnitt war, ne, wo wir den Neustart noch nicht hatten. Ja. So, ich hätte jetzt da schön weiter hinterm Peter herfahren können. Das war angenehm, es war okay. So, dann hätte man gucken können, was während des Rennens passiert. Ne. Das kam natürlich dann nochmal alles gemischt. Wieder in Kontakt und auch dann erneut flügst dich zweimal durchs Feld, bist ganz klar der Schnellere, fährst auch wieder vorbei, bist neben einem und wirst wieder von der Bretter geschickt. So, das sind so Sachen, ja, da sind ja auch irgendwo die Hände gebunden, ne? So, da bringt dir dann auch keine Rakete auf der Geraden irgendwas, wenn du dann nur so einen Sack Nüsse durch die Gegend kutschieren musst. Aber gut. Ist, so ist es im Rennen. Und, ja, passiert. Ja, wie du sagst, Nico, muss man dann mal schauen. Also stellenweise war das im Stream, ja, schwierig zu bewerten aus, sag ich mal so. Das sieht man natürlich aus dem Cockpit immer nochmal anders, aber wie du schon gesagt hast, das, ja. Ihr müsst ja auch nicht bewerten. Sicherlich an anderer, nee, genau, das ist ja sicherlich dann eher an anderer Stelle klären und von daher. Ihr müsst ja kommentieren, nicht bewerten. So sieht's aus. Das genau. Macht der Hannibal dann schon irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Oder auch nicht, ist mir auch scheißegal, aber ich will es halt mal zum Ausdruck bringen, weil man muss sowas auch ansprechen. Und das war aus meiner Sicht unnötig. Und, ja. Aber trotzdem sehr zufrieden, zweiter Platz. Ja, ich denke, da machst du auf jeden Fall erstmal wieder Punkte gut. Peter ist mit 4 Punkten heute vermutlich. Schnellste Rennrunde jetzt in dem Stream auf jeden Fall. Ich glaube, 4:17 schneller warst du im ersten Stream auch nicht. Ja, Peter, Qualifying gewonnen, Rennen gewonnen, wahrscheinlich schnellste Rennrunde. Lief auf jeden Fall gut für dich. Erzähl, wie fandst du das Rennen? Ja, also erstmal mal ein Glückwunsch an alle Pro-Sitter. Ne? Hab ein super Rennen gemacht. Ja, also Qualifying ist wieder erwarten super gelaufen. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Also ich habe mich schon eher so im Mittelfeld gesehen. Ich weiß, dass Nico mega stark ist und ich ihn eigentlich immer nur vor mir gesehen habe. Und war dann auch überrascht, dass ich dann tatsächlich in die 4-9 fahre. Also das habe ich jetzt auch nicht so mitgerechnet. Ja, und im Rennen ist es ja eigentlich relativ gut für mich gelaufen. Ich hatte freie Fahrt vorne und ja, ich hatte eigentlich immer mal das Schild hier von Nico, da wusste ich, der holt dich und da wirst du keine Chance haben. Aber ja, hat alles so ein bisschen in meine Karten gespielt und Nico, wenn ich mich da verbremst habe oder so und dich vielleicht ein bisschen behindert habe, dann tut mir das leid. Ich kann da das jetzt nicht so richtig meinen, das hätte von mir aus so ausgesehen. Aber wie gesagt. Nee, aber du hast mir nichts gemacht. Nee, alles gut. Nee? Alles gut, okay. Nee, ja, ich bin super glücklich über den ersten Platz. Das Rennwochenende ist ja hervorragend für mich gelaufen.
Und besser kann es für mich eigentlich gar nicht gehen. Das Setup habe ich von Leon. Das war wie maßgeschneidert. Kein Ausrutscher, kein Nix. Das war einfach richtig perfekt. Vielen Dank dafür auch an meine Teamkollegen, die mich wirklich sehr stark unterstützt haben. Und ja, auch an dir, Nico, ne? Wir haben immer schön zusammen trainiert. Das war immer sehr lustig, ne? Also weiter so. Ja, das war's von mir. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Grüße loswerden möchtet, fangen wir dann mit dem Felix nochmal an. Felix noch da ist, aber wahrscheinlich ist er gemutet. Ja, genau, richtig. Ja, ich würde das komplette AGP-Team grüßen, auch die Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und nochmal ein riesen Dankeschön an den Nico, der mir das Setup verliehen hat, womit ich heute echt gut zurechtkam. Ja, danke an euch Moderatoren nochmal, dass ihr das so schön macht immer. Und ja. Dann nächster Station, Zolder. Marvin, möchtest du jemanden grüßen? Ja, ich erstmal vielen Dank an alle Kommentatoren, beziehungsweise an euch beide, an die ganze SSR, an die Jungs vom Karma Racing Team, an meinen Bruder für das Setup, an meine Eltern, die beide zugeguckt haben und generell an alle Zuschauer. Wir beim Nico angekommen? Jo, ich schließe mich an. Team, euch. Alle, die heute ein gutes Rennen gefahren haben, alle, die zugeschaut haben. Stefan. Jo, schönen Abend noch. Jo, dann der Peter. Ja, mein Danke geht natürlich an die Zuschauer, an T-Doc, die mich sehr stark unterstützt haben, an euch beiden, dass ihr das moderiert und gestreamt habt. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Und ja, ansonsten Glückwunsch an alle Fahrer, die durchgekommen sind. Und ja, und Grüße an meine Fans, insofern ich welche habe. Sehr schön. Martin, möchtest du auch noch was loswerden heute? Oder soll ich Jo. Vorschlusswort machen? Mach ruhig das Vorschlusswort. Dann mache ich das Vorschlusswort. Ja, danke an die Zuschauer. Und nochmal Glückwunsch an alle Fahrer, die hier teilgenommen haben heute. Und ja, dann gebe ich das letzte Wort diesmal an den Martin ab. Ja, neue Erfahrungen, Streamer, gleichzeitig Lobbyzusammenbruch, beides noch nicht gehabt. Tolle Erfahrung, spannendes Rennen, auch wenn es leider in Liga D viel zu wenig Autos sind, wo natürlich keiner was der Fahrer dafür kann. Hat Spaß gemacht, wie immer, und ich freue mich auf die Liga D in Solder. Damit beenden wir das Ganze dann.